Spektakulärer hätte das Finale des Bluetown Festivals in Straubing nicht sein können. Die Königin des Souls, Anastasia, brachte die Stimmung im Zelt am Montagabend regelrecht zum Kochen. Mit ihren weltbekannten Hits wie I'm Out of Love zog die Sängerin alle in ihren Bann. Und genau das will die Powerfrau bei ihrer Ultimate Collection Tour auch erreichen. It's the greatest hits tour. It's kind of like the ultimate, I call it ultimate collection. Es ist die Best-of-Tour. Ich nenne sie gern Ultimative Collection Tour. Best-of heißt für mich, meine Karriere ist vorbei und das macht mich traurig. Deshalb nenne ich sie Ultimative Collection Tour. Ich liebe es, Lieder zu singen, die die Menschen kennen. Es ist jedes Mal ein schöner Abend mit bekannten Liedern, Tänzern und Höhen und Tiefen. Meine Songs haben viele Emotionen, manche sind sehr hart und manche sehr gefühlvoll. Man soll sich einfach vom Flow der Musik mitnehmen lassen, von der Live-Musik, der Live-Band. Es ist einfach echte Musik. Mit ihrer Tour ist die Sängerin gerade in der ganzen Welt unterwegs. Straubing ist dabei ein eher kleinerer Stopp. Doch gerade das liebt Anastasia besonders. I love the intimate concert. I enjoy the smaller. Ich liebe kleinere Konzerte. Ich mag sie mehr, denn da fühle ich mich mit jedem einzelnen Fan mehr verbunden. Die Fans sollen das Gefühl bekommen, als würde ich nur für sie singen. Das ist dann was ganz Besonderes. Dabei fühle ich mich besser. Eine größere Menge kann manchmal sehr schwierig sein. Sie sind alle so weit entfernt von mir, aber ich will ihnen ganz nahe sein. Die Chance, ihr ganz nah zu sein, bekamen auch Marion und Nathalie Kauschinger aus Hengersberg. Die beiden haben bei unserem DonauTV-Gewinnspiel ein Meet and Greet mit Anastasia gewonnen. Ein jahrelanger Traum, der für die 23-Jährige nun endlich in Erfüllung ging. Ich war baff. Ich bin einfach glücklich. Es ist einfach wow. Nathalie kämpft seit 19 Jahren gegen einen Hirntumor an. Sie teilt damit das gleiche Schicksal wie Anastasia, die bereits zweimal an Brustkrebs erkrankte. Die hat es genommen, die hat es gedruckt, die hat sich sehr lange mit ihr beschäftigt und auch dann noch gefragt, was alles los war und wie lange das sie schon kämpft. Dann hat sie das Ding gesehen, dass da ein Pflaster hat, dann hat sie das gleiche gehabt, auch also Biopsie und so alles. Dann hat sie ihr das Mutmach-Ding da gemalt. Doch auch für die Zukunft gab Anastasia Nathalie einiges mit. Mut und Kraft wieder weiterzumachen. Sie hat sich auch noch mal alles gewünscht, dass sie weitermachen soll, weiterkämpfen, dass wieder alles gut wird. Und doch, also ich kann euch Gott Danke sagen. Gell? Und überglücklich, dass wir das bei euch gewonnen haben. Für Menschen wie Nathalie ist die Sängerin ein großes Vorbild. Anastasia hat ihren Brustkrebs besiegt und dabei immer offen über ihre Krankheit geredet. What I've just done and what has happened in my life is, yeah. Durch das, was in meinem Leben passiert ist und wie ich damit umgegangen bin, wurde ich für viele zum Vorbild. Ich mache das nicht absichtlich, es ist einfach in meinem Herzen. Ich möchte immer allen Menschen helfen durch meine Songs oder wenn ich die Leute auf der Straße treffe und sie mir ein paar Dinge aus ihrem Leben erzählen wollen. Ich höre gerne zu und gebe ihnen Ratschläge. Ich denke, alle Menschen sollten so sein. So entsteht ein viel friedlicherer Ort ohne all dem Terrorismus. Also Krankheit und Terrorismus, wir werden euch bekämpfen. Mit dieser Powerfrau gehen 6 ereignisreiche Tage auf dem Bluetown Festival in Straubing zu Ende. Für Veranstalter Ralf Huber zeigt sich damit einmal mehr, das Konzept im neuen Zelt mit einem musikalischen Potpourri aus Pop, Dance und Mundart kommt von Jahr zu Jahr besser an. Zuerst haben wir mal ein Riesenglück mit dem Wetter gehabt, da müssen wir anscheinend sehr brav gewesen sein. Ansonsten haben wir wirklich ausnehmend tolle Konzerte gehört. Jeder Tag eigen auf seine Art und wunderschön. Und das Publikum hat richtig gefeiert und die Künstler haben das sehr, sehr begeistert zurückgegeben und haben gesagt, wow, habt ihr ein tolles Publikum.
Und das macht einem natürlich stolz, wenn da so eine Interaktion ist und die Laune so toll ist. Auch im kommenden Jahr wird der Bluetown-Himmel über Straubing wieder leuchten. Mit Künstlern, die garantiert wieder ganz viel Liebe, Power und Gefühl mit nach Straubing bringen.